Ein Dackel als heimliches Wappentier. Ein Mops mit eigenem Instagram-Account. Eine Yorkshire Terrier Lady als Lebensabschnittsgefährtin. In Bayern ist vieles möglich. Frank Matthias Kammel, Generaldirektor des Münchner Nationalmuseums, und sein Kurator Raphael Beuing haben keine Hunde. Und doch sind sie auf einer Mission im Namen des Hundes. Wir machen eine Ausstellung, Mensch und Hund. Rudi Hürzelmeier ist einer der großen bayerischen Cartoonisten, Karikaturisten, visuellen Humoristen. Und da wir die Ausstellung ein bisschen in die Gegenwart führen und die auch ein bisschen würzen wollen, denken wir, wir finden hier was. Rudi Hürzelmeier weiß natürlich vom Besuch der beiden. Was genau sie suchen, erfährt er jetzt zum ersten Mal. Insbesondere zu dem Punkt Rollentausch, der Hund wird zum Mensch, der Mensch wird zum Hund. Ich zeige Ihnen einfach ein paar. Rudi Hürzelmeier hat sich das Zeichnen in den 1980ern selbst beigebracht. Sein Markenzeichen sind Cartoons. Gerade in dem Bereich ist es doch Wahnsinn, was da entsteht. Ja, es läppert sich. Aber man wirft nichts weg als Künstler, oder? Aber der gebürtige Niederbayer malt auch. Ich leg's einfach mal hier hin. Ah, die sind lecker. Gerahmt. Toll gerahmt, ja. Ja, das ist der Mops. Der Mops auf der Waage. Der macht sich Sorgen um sein Gewicht. Das finde ich ganz interessant, weil der wirklich den Betrachter so erwartungsvoll anguckt. Ja, ich glaube, ich habe selber gerade eine Erkältung gehabt. Deswegen schaut er auch so verschnupft aus. Okay, genau. Das Nationalmuseum könnte aktuelle, populäre Sachen sehr gut reinmischen in die Sammlung. Ja, das ist, eignet sich enorm dafür. Also fühlen Sie sich gut aufgehoben dann da? Ja, absolut. Ja, ja, ich finde es toll, dass Sie das machen und da so frische Ideen haben. Das tut dem Haus bestimmt sehr gut. Ja. Also ich finde ja diese zum Schießen, also gerade eher den Mops auf der Waage. Super, der ist super. Das würde passen bei Rollentausch. Das würde bei Rollentausch auch passen. Aber wie viel nehmen wir denn? Das wird auf jeden Fall so ein Sechserblock nehmen. Für den Rollentausch, also für die Hundemenschen, die Sektion. Das heißt, wir lassen die Karikaturen, lassen wir dann aber. Ich würde erstmal Sechserblock. Ja. Frank Matthias Kammel scheint zufrieden zu sein. Wir haben sehr präzise was gefunden, was der Einschlag ist in Hinsicht Konzept, wo wir es brauchen und wo ich auch denke, das wird ein Publikumsmagnet. Der Hund als Mensch. Dieser Rollentausch ist wohl bekannt. Der Mensch als Hund eher nicht. Wally Export, Pionierin der feministischen Aktionskunst, führt ihren Partner an der Hundeleine durch Wien. Auch Loriot hat in den 50er Jahren schon menschliche Schwächen spitz kommentiert. Passt das ins Nationalmuseum? Das ist ja der Reiz der Ausstellung, dass es eine Ausstellung zwischen High and Low ist. Was wir nicht wollten, war eine Ausstellung mit den schönsten Hundedarstellungen oder den schönsten Darstellungen von Hund und Mensch durch die Kunstgeschichte, Kulturgeschichte. Sondern wir haben 12 Kapitel entwickelt und versucht, 12-mal ein Schlaglicht auf die Beziehung Hund und Mensch zu werfen. An vorderster Stelle der Hund als bester Freund des Menschen. Helfer in jeder Lebenslage. Der Terrier als Einkaufsberater. Auch Hunde unterliegen der Mode. Erstaunlich, wie sich Mensch und Hund mitunter gleichen. Dem Hund aber ist's egal, ob Audrey Hepburn sein Frauchen ist oder eine Dame aus Leim. Der wird fotografiert,
Der wird in Klamotten gesteckt, aber auch das ist ja ein Spiegel genau dessen, dass unsere Gesellschaft sich gewandelt hat, dass ich den Hund sehr viel stärker am Menschen sehe, dass ich den sehr viel stärker mit meinen Lebensbedingungen in Verbindung bringe, dass ich ihn genauso behandle wie den Menschen. Manchmal stehlen Hunde den Menschen sogar ein wenig die Schau. Mops Sir Henry, Uschi Ackermann. Chihuahua Tinkerbell, Paris Hilton. Die Dogge, David Bowie. Wasserhund Bo, Barack Obama. Im Nationalmuseum ist der Aufbau der Ausstellung Mensch und Hund in vollem Gange. Rudi Hurzelmeier und seine Frau wohnen nur wenige Straßen entfernt im Münchner Lehel. Deshalb bringt der Künstler seine Exponate persönlich vorbei. Den heiligen Hallen, man möchte es nicht glauben. Ja, bin schon neugierig. Ja, das ist vor allen Dingen eine sehr beeindruckende Umrahmung hier mit diesen historischen Gemälden und Skulpturen. Bin schon sehr neugierig. Ist ganz spannend, die Ausstellung. Ich habe das nicht mehr flüchtig gesehen. Wird schon toll. Passt das hier gut rein? Guten Morgen. Ich leite die Gemäldeskulpturenrestaurierung. Daniela Karl leitet die Gemälde- und Skulpturenrestaurierung im Nationalmuseum und überprüft Exponate auf Schäden. Die Zeit drängt. Die Zeichnungen von Rudi Hurzelmeier müssen heute noch aufgehängt werden. Den Anfang macht ein Bild in der Abteilung Fantasie und Erotik. Dort hängt es jetzt zum Beispiel neben Fotografien des Münchners Gerd Pfeiffer. Nur eine Hundeschnauze entfernt. Ein Gemälde von Antonis van Dyck, das Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg mit seiner dänischen Dogge zeigt. Oder Ferdinand von Keller, der Kaiser Hadrians Wachhund verewigt hat. Und der lebensgroß modellierte Mops des Grafen Brühl aus der Porzellanmanufaktur Meißen. Statussymbolhund. Seit der Renaissance ist das so. Das sind immer die Hunde, die besonders stark in der Jagd waren. Hunde, die einen besonderen Stammbaum entwickelt haben. Oder auch Hunde, die wirklich, und da kommen wir in die Gegenwart, und der Gegenwart sehr nah, einem Fürsten oder einer Fürstin besonders nah standen, emotional nah standen. Und um den, man kann sagen, bei sich zu behalten, griff man zu der Form, mit der man auch Menschen bei sich behalten hat, nämlich indem man sie porträtiert hat. Ein irischer Wolfshund liegt friedlich zu Füßen von Kaiserin Sissi. Die Doggen von Otto von Bismarck sind bereit, sofort zuzuschnappen. Labrador-Dame Conny himmelt ihr Herrchen Wladimir Putin an. Hunde sind noch immer Statussymbole. Auch bei einer Gruppe, die mit Unterordnung eigentlich nichts am Hut hat. Zwei Stunden, nachdem Rudi Hurzelmeier seine Zeichnungen ins Nationalmuseum gebracht hat, hängt auch das letzte Bild. Und dann kommt der Zeichner extra noch mal vorbei. Er will sehen, wie und wo. Schön, es funktioniert ja sehr gut. Sehr schön. Ihm gefällt's? Ja, gefällt mir sehr gut. Gut. Kommt natürlich die Beschriftung noch ran, klar, keine Frage. Das kommt nämlich am Schluss. Ja. Na toll. Dann weitermachen. Hurzelmeier mit dem gerahmten Bild, das ist was Besonderes. Und deswegen haben wir an den zwei Stationen der Ausstellung natürlich mit Hurzelmeier, Hurzelmeier Stern sozusagen. Das ist toll. Treue Freunde. Es ist an der Zeit, dass auch Sie mal im Nationalmuseum geehrt werden.